Nicht nur die Geräte, auch die zu entwickelnden Apps müssen vorab registriert werden. Die Details dazu gibt's in diesem Film. So wie wir Geräte im Developer-Portal registrieren müssen, müssen wir auch Applikationen registrieren, die wir entwickeln wollen. Und diese Applikation, die registriere ich in der Rubrik App-IDs. Und bei diesen App-IDs kann ich dann halt Applikationen registrieren, wozu ich dann eine eindeutige ID für diese entsprechende Applikation bekomme oder halt auch Bundle-Seed-ID. Und hier seht ihr beispielsweise einige der Applikationen, die ich auch im App Store schon veröffentlicht habe, wie Mobix, AS3 TV und ähnliches. Ihr seht aber auch Experimente, die ich gemacht habe, die ich testhalber auf ein Gerät installiert habe. In dem Fall hier einfach ein iPhone-Scrolling-Experiment. Aber was ihr natürlich nachvollziehen könnt, ist, wenn ich jetzt für jedes Experiment so eine Provisioning-Datei erstellen würde, dann würde diese Liste ja irgendwann mal unendlich werden und es hätte gar keinen Sinn mehr. Das heißt, was wir im ersten Schritt für uns machen wollen, um einfach ein paar Experimente zu machen und ähnliches, ist es, eine Applikation zu registrieren, die nur zu Testzwecken da ist. Ihr erkennt aber auch schon richtig, denn in dem Moment, wo wir von einer Applikation sprechen, dann macht es ja keinen Sinn, denn dann muss ich ja irgendwie die Applikation so benennen, dass ich sie mehrmals, beziehungsweise die Applikations-ID mehrmals verwenden kann. Und hier steht schon ein wenig etwas darüber, wie man das Ganze realisieren kann. Man kann das nämlich über eine Wildcard-Character, also einen Asterisk, entsprechend dann durchführen. Hört sich wahnsinnig wild an, ist aber super einfach. Klickt einfach auf New App-ID. Und ich werde jetzt meine Wildcard, das heißt die Applikation, die ich mit dieser DVD erstellen will, einfach V2B Wildcard nennen. Dann möchte ich hier eine neue Wildcard erzeugen. Und die Wildcard, die soll einen klaren Identifier haben. Das ist nämlich com.nettrack.v2b. Jetzt würde normalerweise der Applikationsname kommen, aber anstelle des Applikationsnamen setze ich diesen Stern als Wildcard ein. Und sobald ich diesen Stern eingesetzt habe und das Ganze erstelle, haben wir dann automatisch eine Applikation registriert, die als Wildcard entsprechend gültig ist. Ich suche sie mal schnell. Da. Und ihr seht auch ganz toll, dass ich schon vorher eine Wildcard erzeugt hatte. Und ihr seht auch, dass beispielsweise diese Wildcard-Applikation nicht für Push-Services verwendet werden. Sie kann nicht für Game Center verwendet werden oder halt auch, um eine Applikation zu veröffentlichen. Das ist wirklich ein reines Testzertifikat. Und dieses Testzertifikat muss dann entsprechend immer mit der ID versehen werden, die dann com.netrack.v2b heißt. Zu diesem Thema kommen wir aber später nochmal im Detail. In diesem Kapitel haben wir jetzt erstmal gelernt, wie wir erstmal eine Applikation registrieren können, im expliziten Fall eine Wildcard-Applikation. Das heißt, mit dieser ID sind wir in der Lage, mehrere Applikationen auf unserem Gerät zu testen.